Am heutigen Tag ereignete sich auf der A29 auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück und hier der Anschlussstelle Brake, beziehungsweise zwischen den Anschlussstellen Brake und Ohmstede, ein Verkehrsunfall mit einem Tanklastzug. Das Zugfahrzeug hat einen geplatzten Reifen gehabt, ist infolgedessen in die Außenschutzplanke geraten. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, infolgedessen kippte der Anhänger, der mit 13.000 Liter Diesel beladen ist, um. Die Bergung sowie alle Aufräumarbeiten werden mehrere Stunden andauern. In der Zeit wird die A29 voll gesperrt sein. Aus dem Bereich des Anhängers tropfte es aus den Domdeckeln heraus und wir vermuten eine kleine Leckage unterhalb des Anhängers, die wir im Moment aber noch nicht einsehen können. Also dass es nur Tropfmengen sind und der Produktaustritt eigentlich sich sehr im Rahmen hält, haben wir relativ viel Glück gehabt. Das hätte auch sicherlich schlimmer enden können.